So, also. Folgender Fall. Der Typ, das kann ich euch versprechen, wird komplett überfordert sein. Es hatte gerade noch der Sergeant Alpha Place zu Auronet und hat geschrieben, hey, raid mal bitte der Nordi-LP, jede Spende geht an die Krebshilfe. So, was geht, Leute, von heute? Ja, das war jetzt gerade eben schon wieder mal nix, weil wir gerade da unterbrochen worden sind. Und zwar machen wir das jetzt so, wir sind auf dem Weg in die Stadt, wir wollen uns was besorgen, mein Kumpel und ich. Ich habe jetzt gerade noch mein Battlefield-Video geschnitten. Und ich dachte, ich nehme das jetzt einfach hier mal auf, weil, ja, ich wollte euch nochmal daran erinnern, dass jetzt am Morgen jetzt der Spendenstream wieder ist. Der ist um 16 Uhr, dann machen wir wieder 12 Stunden da draus. Ja, ich und der Tamiro, wisst ihr ja. Ganz kurz, bevor wir den jetzt raiden, ich muss euch kurz eine Vorgeschichte erzählen. Der Kollege hatte Krebs. Er hat den Krebs besiegt und streamt seitdem immer. Streamt seitdem immer den ersten Samstag im Monat für die Deutsche Krebshilfe. So, und jetzt gehen wir erstmal raiden. Ja? Und nicht in WoW, sondern wir gehen jetzt der Nordi LP raiden. Möchtest du Spiel verlassen? Ja. Und die machen Chefs, die machen sau, sau cool. Mega cool. Also wenn ihr ein bisschen Trinkgeld überhaupt, haut auf jeden Fall da was raus. Krebs ein Arschloch, denkt dran. Und wir werden jetzt ganz kurz hier mal wechseln und dann können die mitgucken. Ich habe mir ein Eis geholt. Er hat sich gerade so zwei Chicken Croissants und ein Rosinenbrötchen und so geholt. Da steht er total drauf. Er will das wissen. Das geht ich nicht sagen. Meine Leute wollen das wissen. Der ist immer so. Müsst ihr euch nichts verdenken. Oh. So, aber hier ist der schöne Augarten, wo wir jetzt gerade sind. Kann ich euch mal zeigen. Ich drehe mich mal. Hier könnt ihr sehen. Richtig schön hier. Das ist so unser kleiner Garten. Ein kleiner Garten, ne? Und hier wollen wir gleich mal gucken, nachher das Video drehen. Haben wir voll Bock drauf. Und mal sehen, wie das bei euch auf jeden Fall nachher mal ankommt. Bin ich gespannt. So, Leute, ich bin wieder zu Hause. Bei mir in meinem Trautemheim Glück allein. Ja, Leute, auf jeden Fall, ich wollte ja noch mal was sagen, kam da jetzt so nicht mehr zu. Also ich will euch noch mal sagen, bitte, ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei. Morgen ist ja wieder der Stream für die Deutsche Krebshilfe. Und ich freue mich auch schon auf diesen Stream wieder. Es ist jetzt der vorletzte. Wir haben jetzt nur noch zwei Stück, dann haben wir das Ziel langsam erreicht. Dann haben wir es fast geschafft. Und ja, ich wollte euch mit diesem Video hier nochmal daran erinnern, dass ja morgen 16 Uhr der Livestream wieder ist für die Deutsche Krebshilfe und dann geht er 12 Stunden. Ich habe gesagt, vielleicht mache ich auch ein bisschen länger als 12 Stunden, mal schauen, weiß ich noch nicht. Ja, war auf jeden Fall heute ein schöner Tag. Ich hoffe, bei euch war es auch so schön und ich, wie gesagt, habe ja noch ein Eis gegessen und so. Ja, und was das Special-Video sein wird, das werdet ihr dann auch noch sehen. Das ist so eine Sache, die haben wir jetzt abgedreht, die ist jetzt fertig. Und dann schauen wir einfach mal. Ich bin dann noch nicht mit fertig. Ich schneide das jetzt noch so ein bisschen. Und ja, auf jeden Fall morgen 16 Uhr wieder Livestream für die Deutsche Krebshilfe. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ihr habt uns bis jetzt schon so fleißig unterstützt. Und ich hoffe, ihr steht immer noch hinter uns und helft uns da weiterhin so. Ich sage euch nochmal vielen, vielen Dank für den ganzen Support und die ganze Unterstützung für die Aktion. Ist nicht selbstverständlich, immer noch nicht. Auch was die Leute für uns alle getan haben, das ist einfach krass. Nur dank euch ist das Projekt so groß geworden und ich hoffe, ich sehe euch morgen 16 Uhr im Livestream
Ja, war nur ein kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und bis dann, bis zum nächsten Mal, euer Nordi. Ciao, Leute.